Ja, hier geht's mal wieder richtig rund. Und ich glaube, wir sind alle. Oh nein! War das zu viel an Moderation? Ich glaube schon. Konnichiwa, meine Freunde. Jetzt nochmal richtig. Hey, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ich bin gerade nach Hause gefahren. Ich mache das Video auch heute, deswegen kommt es etwas später online. Ich war gerade im Auto. Ich komme gerade aus dem Auto, habe gerade K-Pop und China Pop auch ein bisschen gehört und so weiter. Und deswegen bin ich gerade voll aufgedreht und ich bin da gerade wieder voll auf den Trip. Und deswegen bin ich der Meinung, schlagt mir mal coole Bands vor. Egal aus welchem Land. Korea, China oder J-Pain. Warum habe ich das auf Englisch gesagt? J-Pain. J-Pain klingt ein bisschen wie T-Pain oder so. Auf jeden Fall haben wir heute ein Unboxing und zwar... ich glaube, ich weiß, was es ist. Und zwar, ich habe ja selber aus Japan diese wunderschöne Geldbörse bekommen. Die hat damals, glaube ich, umgerechnet 3-4 Euro gekostet. Und ich glaube, es wird Zeit für eine richtige. Deswegen Unboxing, Wish, Geldbeutel. Das klang nicht so spektakulär, ne? Ich glaube, es ist eins, weil auf diesem Paket steht Wallet drauf und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es eins ist. Deswegen, lass es uns tun. Lass es uns aufreißen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Geldbeutel. Was denkt ihr, was würde ich denn grundsätzlich für einen Geldbeutel bestellen? Es ist einer von... Nackig! Ja, natürlich war das nur gelogen. Denn er ist... Achtung, ich drehe ihn mal um. Seht ihr das? 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 Und ja, an dieser Stelle muss man es halt immer wieder zeigen. Ich bin irgendwie wie so ein... wie so ein Flitzer. Also so ein, das ist... Wie Tourette, nur mit Tattoos. Da musst du mal sagen, hey, Fairytale-Tattoo! Hey, Fairytale-Tattoo! Was ist los? Ich habe gehört, du hast Tourette-Syndrom, nur mit Tiernamen. Giraffe! Affe! Auf jeden Fall schauen wir uns dieses gute Stück doch mal von näher an. Ich finde persönlich, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Es sieht leicht zerrottet aus. Innen sieht es ganz gut aus mit den ganzen Fächern. Das ist echt richtig schön gemacht. Innen, die Verarbeitung ist auch okay. Kann man lassen. Ist jetzt auf jeden Fall das Geld wert. Das waren ungefähr, ich glaube... 10 Euro, 12 Euro für das Ding und da habe ich für beschissenere Sachen ohne geilen Aufdruck schon mehr gezahlt, muss ich sagen. Finde ich voll und ganz okay. Wie findet ihr das gute Stück? Und vergesst nicht die Bands. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch mehr Unboxings sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Jedenfalls finde ich das Ding ziemlich geil und ich werde jetzt direkt mal all mein Geld aus diesem Geldbeutel dort reintun. Fertig, das ging schnell. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns die Tage. Sayonara! Ciao! So, und jetzt noch eine Nahaufnahme von dem Teil. Eine Nahaufnahme von dem Teil.